Lampenfieber vom Sprechen, Angst vor der Kamera und was tue ich, damit mir die Leute bloß zuhören und nicht sofort weg sind? Darüber spreche ich heute mit einer großartigen Autorin, der lieben Julia. Und wir tauchen heute in das Mysterium ein, wie Menschen dir zuhören und in Videos und Co. auch dabei bleiben. Hallo und herzlich willkommen. Liebe Julia, magst du dich mal vorstellen, wer du bist und was du machst? Hallo Sandra, ja, danke schön erstmal für die Einladung. Ich bin Julia Reichert, ich bin Autorin und Neurorhetoriktrainerin. Ich habe nämlich im Laufe meines Lebens schon ein paar Vorträge hören dürfen, die richtig langweilig waren. Ich habe auch sehr gute gehört, aber viele waren auch richtig langweilig und ich habe mich gefragt, kann man das nicht eigentlich ändern und wenn ja, wie und kann ich auch verstehen, wie ich das ändere? Und damit habe ich mich in letzter Zeit beschäftigt, auch mit dem letzten Buch. Und meine Vision ist eben, ja, genau, meine Vision ist, Rhetorik, als ja so ein altes Fach ist, einfach wieder sexy zu machen und es auch zu schaffen, dass die Leute mit ihrem Lampenfieber umgehen und Spaß an dem Vortrag haben. Ich finde es mega, mega cool. Deshalb freue ich mich sehr, dass du Zeit hattest, mit dabei zu sein. Für alle, die mich noch nicht kennen, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sandra Staub. Ich mache Social Media Marketing mit meiner Agentur in München. Wir machen Content, also Inhalte, wo wir hoffentlich die Leute zum Dranbleiben animieren können. Dann machen wir eben auch Werbeanzeigen, damit wir die Leute wirklich dranhalten. Und wir machen Funnel-Bespielung. Das heißt, hinten nach der ganze Verkaufsprozess. Und das ist mit der Grund, warum ich auf dein Buch aufmerksam geworden bin. Und ich sagen muss, ich war ziemlich begeistert, weil ich fand, es ist so schmal und es hat so irre viel Inhalt. Und ich bin immer noch geflasht, wie du mir gerade im Vorgespräch gesagt hast, dass es jetzt auch ein Bestseller ist. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Oh ja, also beim Bestseller selber geht es ja wirklich darum, dass man gutes Marketing macht, wie das, womit du dich beschäftigst. Und da muss man einfach auch die Presse ein bisschen abklopfen. Und es kam jetzt gerade eben ein Artikel bei NTV und seitdem gehen die Verkäufe richtig steil nach oben, was natürlich sehr schön ist. Und was mich aber am allermeisten freut, ist das Feedback. Es gibt bis jetzt um die 30 Rezensionen. Und auch so Leute, die mich angeschrieben haben. Und es waren sehr viele sehr begeistert. Und das freut mich am meisten, weil während man ein Buch schreibt im Entwicklungsprozess, gibt es ja viele Aufs und Abs. Und man überlegt sich, ah, interessiert es überhaupt jemanden? Und ist es die richtige Ansprache? Und es scheint diesmal funktioniert zu haben. Deshalb freue ich mich sehr. Ich finde es mega, mega stark, vor allem weil es ja gar nicht so einfach ist, über, wie du eben sagtest, das Thema Rhetorik, ein spannendes Buch zu schreiben. Es gibt tausende Rhetorik-Trainer da draußen, die mögen ihren Job gut machen, aber ich glaube, sehr viele im Marketing und gerade Leute, die im Social Media Marketing arbeiten, bräuchten dieses Buch sehr, sehr dringend. Auf meiner schlauen Karteikarte habe ich mir dieses Mal einige Fragen mitgenommen, denn dein Buch ist wahnsinnig gut strukturiert, auch für alle, die quasi nur querlesen wollen, nur einzelne Kapitel reinlesen wollen, finde ich ganz, ganz interessant. Wir hören heute in der Presse sehr häufig davon, dass es ja nicht ausgewogen berichtet und es sei ja alles irgendwie sehr selektiv. Und bei dir gibt es ein ganzes Kapitel über das Thema selektive Wahrnehmung versus dieses rational Schreiben. Und ich fand es ganz, ganz interessant, wie du an das rangegangen bist. Kann ich eigentlich überhaupt rational sein? Puh, da machst du jetzt ein Fass auf. ja, ich denke, wir möchten das ja gerne sein oder wir würden es auch von uns behaupten, habe ich bestimmt auch schon von mir behauptet. Aber je mehr man in die Materie reingeht, desto mehr merkt man, dass das eigentlich nicht möglich ist. Also da müsste man fast nochmal über eine neue Begriffsdefinition nachdenken, weil wir sagen immer, ja, das ist eine rationale Entscheidung, aber das würde bedeuten, dass man all seine Emotionen ausschaltet, dass man all seine Erkenntnisse und Erfahrungen ausschaltet und das ist eben nicht möglich. Also was dort gemeint ist, ist, dass ganz viel mit reinspielt, was eigentlich unsere eigene subjektive Wahrnehmung ist. Um das jetzt auch mal an einem Beispiel festzumachen, ist zum Beispiel, man überlegt sich, oh, ich würde eigentlich gern bald mein erstes Kind haben. Und auf einmal geht man durch die Straße und man sieht einfach nur noch schwangere Frauen mit Babywagen. Die waren davor auch da, aber einfach, weil ich der Information einen Tag gegeben habe mit, hey, diese Information, alles, was mit Kindern und Babys zu tun hat, das ist jetzt wichtig, auf einmal wird so ein Filter eingeschaltet. Und wenn ich
dann jemanden sehe, der damit zu tun hat, dann merke ich halt gleich, oh, aufmerksam. Das heißt, unser Hirn springt da ein und versucht etwas zu rationalisieren, was eigentlich eine hochemotionale Sache ist, wenn ich es richtig verstehe. Ja, absolut. Also unsere Emotionen sind sehr tief mit unseren Erinnerungen auch verwoben. Das liegt daran, dass der Hippocampus und die Amygdala, die sich damit beschäftigen, also mit der Informationsverarbeitung und vor allen Dingen auch mit der Bedeutungsgebung, also die Information, die mich erreicht, ist die jetzt traurig oder ist die positiv? Und da diese starke Verwobenheit dort ist, ist eigentlich alles bei uns emotional, so rational wir auch sein mögen. Genau. Großartig. Ich sage nämlich, auf Social Media muss jeder Post ein bisschen emotional sein und muss ein bisschen, ich sage immer, er darf nicht blutleer sein und er muss so ein bisschen zugespitzt sein und er darf nicht zu langweilig sein. In deinem Buch gibt es einen Bereich, der heißt Todfutter-Sex. Und ich weiß, dass YouTube das jetzt nicht toll finden wird, aber ich fand es eine so coole Überschrift in der Inhaltsangabe, dass ich dich nochmal fragen wollte, ob du uns vielleicht einen Kurzabriss geben könntest, was damit gemeint ist und warum wir es lesen sollten, unbedingt. Ja, sehr gute Frage. Also die Sache mit Todfutter-Sex hat mit unserer Aufmerksamkeit zu tun. Und zwar ist es so, ich finde das wahnsinnig spannend, die Frage nach dem, was bekommt eigentlich unsere Aufmerksamkeit? Und das versucht man ja auch bei Werbung, bei Social-Media-Werbung. Also wie bekomme ich die Aufmerksamkeit von den Zuschauern oder Zuhörern? Und die Wahrscheinlichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen, ist tatsächlich sehr, sehr gering. Also man sagt, es liegt bei einem 200-Millionstel, welche Information von uns bewusst verarbeitet wird. Das ist fast nichts. Deshalb ist es ja fast ein Riesenzufall, dass du mir gerade zuhörst, weil du könntest es ja auch komplett ignorieren und sagen, Julia bekommt gerade gar nicht meine Aufmerksamkeit. Aber es ist einfach so, dass gewisse Informationen immer unsere Aufmerksamkeit bekommen oder fast immer, weil sie für unser Überleben wichtig sind. Und deshalb dieses plakative Todfutter-Sex, weil jede Information, die mein Leben bedroht oder bedrohen könnte, also die Information, da hinten ist ein gefährlicher Tiger oder ein Bus nähert sich mir und könnte mich überfahren. Die Information ist so wichtig, dass sie unsere Aufmerksamkeit bekommt. Das Gleiche gilt aber auch für Futter, weil wir wollen ja auch unser Überleben sichern. Das heißt, alles, was mit Essen zu tun hat und natürlich gerade, wenn wir hungrig sind, können wir uns auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und Sex bzw. Fortpflanzung, weil auch das wieder unser Überleben sichert und auch das erhält unsere Aufmerksamkeit. Und wenn man da jetzt drüber nachdenkt, über diese Kategorien und gerade wie Werbung funktioniert, dann kann es sein, dass da auch schon der ein oder andere Groschen fällt. Was da auch noch interessant ist, ist, dass im Laufe der Zeit beim Menschen eine vierte Kategorie dazugekommen ist. Und da kommen wir jetzt zu uns beiden, weil hier ist weder Tod, Futter, Sex gerade noch aktuell. Und das ist Sprache. Weil wir haben einfach gelernt, dass wir uns durch Sprache auch wichtige Informationen aneignen können. Das ist nicht nur der Wissensdurst, den wir haben, sondern auch, ich kann dir ja auch sagen, hey, da hinten ist ein gefährlicher Tiger, lauf lieber weg. Und deshalb bekommt auch Sprache unsere Aufmerksamkeit. Ich fand übrigens, es war ein sensationell gutes Kapitel. Direkt am Anfang, für alle, die sich das Buch kaufen, ich kann sagen, es war echt wirklich toll. Es ist ein hervorragender Einstieg. Ich muss auch sagen, es hat mich richtig hineingezogen. Und bei dem Buch gab es irgendwo mal den Bereich, wo ich sehr, sehr nachdenklich geworden bin, weil ich mir dachte, okay, in Social Media werden ja ganz viele Todfutter-Sex-Themen mit Absicht ja angesprochen. Also es ging selten so viel um das, wer mit wem wie rummacht, wie in den letzten Jahren. Es gibt selten so viele Themen über das Thema, wie isst du, als wie heute. Darüber lassen sich wunderbare Aufreger konzipieren. Und ich merke richtig, das ist so eine Sensationslust, die da teilweise von Medien, aber auch von Politikern ausgenutzt wird. Und ich mir denke so, ja, die haben das Buch gelesen. Die haben definitiv das Buch gelesen und haben es verstanden. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, Smartphones verhindern Lernphasen. Und das wird natürlich allen Mamas da draußen sofort aus der Seele springen. Ja, ich wusste es, Tristan soll nicht so viel am Handy tun. Und ich wollte nochmal fragen, was du damit meintest und wo eventuell das Problem liegt.
Ja, das Problem ist, was ich vorhin schon angesprochen habe, oder was heißt Problem? Wir haben alle einen natürlichen Wissensdurst, weil immer, wenn wir etwas Neues lernen oder neue Informationen uns aneignen, dann werden wir belohnt. Und wenn unser Smartphone neben uns liegt, dann ist da potenziell immer die Antwort auf unsere Frage. Und wir haben natürlich im Laufe des Tages viele Fragen. Oder wir haben das Bedürfnis nach Bestätigung und gehen deshalb in die Chatfunktion und schreiben mit jemandem oder schicken uns lustige Videos hin und her. Das ist ja soweit auch alles schön und gut. Aber tatsächlich kann es Lernprozesse verhindern und das ist dann auch die Gefahr. Und zwar beim Lernen kann man sich das so vorstellen. Ich habe da eine Anekdote, die ich sehr gern mag. Man geht in den Supermarkt und man kauft Bananen, Äpfel, Tomaten, Fleisch. Man haut alles in seinen Einkaufswagen, alles durcheinander. Und dann geht man nach Hause und zu Hause nimmt man sich die Zeit und packt jedes Lebensmittel dahin, wo es hingehört. Das ist quasi der Übergang zwischen unserem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Das heißt, wir brauchen die Zeit, um alles zu sortieren, damit es am richtigen Fleck ankommt. Und wenn jetzt aber, während wir gerade was gelernt haben, sagen wir in der Schule oder im Studium, wir nicht darüber nachdenken, also nicht diese, es heißt ja auch wirklich nachdenken. Wir haben was gehört, es ist noch irgendwie in unserem Arbeitsspeicher, aber wir wollen es ja auch verinnerlichen. Und da müssen wir nachdenken oder dösen am Nachmittag oder abends drüber schlafen, aber diese Zeit brauchen wir. Wenn wir aber, bevor wir uns diese Zeit nehmen, auf unser Smartphone schauen, ja, uns den Computer schnappen und irgendwas googeln, dann haben wir nicht diese Zeit, darüber nachzudenken und die Information geht im schlimmsten Fall verloren. Und ich sehe das ganz häufig, dass die Leute dann sagen so, ja, da war etwas, aber pf, keine Ahnung, ne? Das ist dann alles wieder weg und gelöscht. Es ist also, ich finde es genial, wirklich tolles Thema und ziemlich, ziemlich cool. Am Anfang hatte ich ja schon darüber gesprochen, ganz viele hatten mich angesprochen in meiner Community, als ich gesagt habe, oh, wir machen was über das Thema Rhetorik und Reden. Dann haben alle gesagt, boah, ich habe so Bammel davor, in so ein Live-Video zu kommen. Oder irgendwo mich hinzustellen und eine Rede zu halten, weil ich einfach, boah, ich bin so nervös, das Lampenfieber bringt mich fast um. Und in deinem Buch steht, es sei normal. Warum ist Lampenfieber normal? Ja, es ist auch total schön, finde ich, dass Lampenfieber so normal ist. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist ja, wenn jemand in der Situation ist, vor Leuten zu sprechen, dann denkt man sich immer, oh Gott, ich bin so nervös und das passiert nur mir. Aber das ist Quatsch. Also Lampenfieber hat jeder und das beginnt schon in der Schule, wenn man sein erstes Referat hält. Deshalb möchte ich da den Leuten auch die Angst nehmen und sagen, es ist normal und ich erkläre in dem Buch dann auch, warum es normal ist. Es hat damit zu tun, dass wir vor Urzeiten, wenn wir vor einer Herde standen oder vor einer Menschenansammlung, die wir noch nicht kennen, dass wir dann erstmal denken mussten, sie seien uns feindlich gestimmt. Also wir kennen sie ja nicht, sie sind nicht unsere Freunde, also wieder potenzielle Gefahr. Und deshalb wurde ganz viel Stress dann in uns ausgelöst, damit wir möglichst schnell weglaufen können. Und dieser Stress, der wird auch heute noch ausgeschüttet und wir haben auch immer noch das Bedürfnis, dann wegzulaufen. Wir haben ja immer dieses Fight or Flight. Und wenn wir vor einem Vortrag stehen, dann sagen wir, oh, am allerliebsten würde ich einfach weggehen und es nicht tun. Und das ist immer noch dieses Gefühl von damals, was aber ganz normal ist. Und man kann es nicht ganz ausschalten, was vielleicht auch nicht gar nicht sinnvoll wäre, weil es hilft ja auch, unsere Sinne zu schärfen, wir werden aufmerksamer. Aber man kann natürlich damit umgehen, weil wenn man so nervös ist, dass man nicht schlafen kann, dass man Angst hat, ohnmächtig zu werden, dann ist es auch nicht hilfreich. Aber man kann mit ein paar Kniffs daran arbeiten und dann kann es jeder so umsetzen, dass er auch mit seinem Lampenfieber umgehen kann. Ich wollte gerade sagen, ich fand da, es stehen ein paar ganz gute Tipps drin bei dir. Vor allem für alle, die jetzt sagen, so, ja, ich möchte das unbedingt machen und ich möchte unbedingt besser werden, gerade wenn man im Marketing ist und natürlich seine eigene Marke vertritt. Doch ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber. Ich habe mir eine Schlussfrage ausgedacht, die, wie soll ich sagen, ganz viele Social Media Menschen wahrscheinlich sehr ärgert. Ist nämlich das. Bei dir geht es sehr viel um emotionale Sprache. Man lernt sehr viel, welche Worte soll ich verwenden, wo soll ich vorsichtig sein. Und
Du sprichst irgendwann mal im Buch über emotionale Sprache versus leere Adjektive. Und ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt ganz viele da draußen, die einfach einen Schwall an Adjektiven in ihre Sätze, gerade auf Social Media, werfen und sich dann wundern, dass die Leute aussteigen bei dem, was sie da lesen. Schon wieder strahlen und schon wieder einmalig und ja, und schon wieder unschlagbar und. Das ist für viele einfach ein völlig leeres Adjektivgeheische. Und ich wollte nur kurz nochmal an dich übergeben. Kannst du uns das erklären, was ein leeres Adjektiv ist? Ja, also wie du gerade schon sagst, ein leeres Adjektiv ist mit anderen Worten ein Füllwort. Ja, die Leute versuchen ja dann auch gerne irgendwie, was sie sagen wollen, zu beschreiben. Und das ist auch immer wieder die Schwierigkeit bei uns Autoren, dass du sagst, ich möchte meine Idee rüberbringen, aber auch so knackig wie möglich. Und die beste Idee dahinter ist eigentlich, das alles zu streichen. Also so brutal es auch klingt, aber lieber kurze Sätze und mit diesen kurzen Sätzen ein Bild bauen tatsächlich. Weil unser Gedankenabruf, der funktioniert ja größtenteils also zu 90% visuell. Das heißt, ich versuche immer durch die Sprache Bilder zu bauen. Das ist sowas wie wenn ich sage, ein rosa Elefant springt aus dem Gebüsch. Man stellt sich das sofort vor. Wenn ich das Ganze jetzt aber immer beschreibe mit irgendwie leeren Worten und blumig hier und blumig da, wenn man schafft, ein Bild zu kreieren, kein Problem. Wenn man aber unnötig die Sätze in die Länge zieht und es zu kompliziert wird für den Leser, dann hat man den dort schon verloren. Und deshalb ganz generell mein Rat da immer, je kürzer, desto besser. Und in der Kürze versuchen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Das heißt, es ist eigentlich so ein kurzer Vorgriff auf das Thema. Leute, wenn ihr Reden haltet, nutzt Storytelling und es ist ja auch eine ganze Menge erklärt, wie man das besser machen kann. Ich dachte mir nur, heute ist mal wieder Zeit für alle, die noch keine Sommerlektüre haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Vor allem, wenn andere Sender das jetzt schon aufgegriffen haben und es schon mitgenommen haben, dann können wir das doch auf jeden Fall machen. Ich verlinke es euch unten natürlich noch einmal, damit ihr alle mit dabei sein könnt. Liebe Julia, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendetwas, was du ganz dringend am Schluss sagen möchtest, wo du sagst, das hast du völlig vergessen. Also tatsächlich habe ich gerade große Lust, noch eine halbe Stunde mit dir weiterzusprechen, weil das Thema, ich liebe es einfach so und ich gebe kleine Vorträge darüber und ich mache die Trainings, aber ich bin dem noch nicht müde geworden. Und wie gesagt, meine Vision ist, dass wir uns nicht mehr langweilige Vorträge anhören müssen, dass wir im Studium davon profitieren, wenn jemand eine mündliche Prüfung hat oder ein Referat, weil ganz ehrlich, wenn wir ein Fach studieren, dann interessiert es uns wahrscheinlich. Und es geht aber immer so sehr um das Wie als um das Was. Also natürlich geht es auch um das Was im Studium. Aber wir brauchen dieses Wie, wie bei Formaten im TED-Talk, dass man die Leute abholt, dass man sie mit einbezieht, dass man sie überrascht und dass der Vortrag auch einfach dann sehr lange in Erinnerung bleibt. Und sowas wünsche ich mir viel mehr für all die Vorträge, die wir geben, für Politiker. Und ja, ich glaube, dann können auch alle sehr viel Spaß dabei haben. Ich finde es wundervoll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue Danke mich, dir. wenn ganz viele Leute sich jetzt das Buch holen, weil ich finde einfach, das ist eine gute Geschichte. Es ist so einfach, sich in. Ich habe es auf zwei Zugfahrten gelesen und dachte mir, mein Gott, viele Dinge habe ich jetzt geändert. Mein Team findet es noch nicht so toll. Wir arbeiten dran, dass es alle gleich gut finden. Und wir haben ganz viele Leerwörter, also Adjektive rausgestrichen aus den Texten. Ja, in der Hoffnung, dass viel mehr Leute einfach auch jetzt besser zuhören können bei dem, was wir produzieren. Und mit diesen Tipps entlasse ich euch heute wieder. Wir sehen uns schon nächste Woche wieder mit einem neuen Video. In diesem Sinne, bleibt mir treu und ja, im Anschluss kommt die Endcard. Da gibt es nicht mehr viel zu sehen. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.